Hugo, warte! Nicht rausgehen! Das ist doch verrückt! Okay. Scheint nicht komplett so eingetroffen zu sein, wie ich es mir dachte. Hugo, komm zurück! Aber dass es ein verzogenes Blag ist, damit hatte ich recht. Damit hatte ich recht. Vor allem jetzt ist der auch super schnell unterwegs, ne? Wenn ich den irgendwie an der Hand nehme, dann ist der irgendwie super lahmarschig. Dann muss ich den ab und zu mal zurücklassen, damit ich schnell unterwegs bin. Aber jetzt... Oh nein, er wird uns noch umbringen! Super fast. Hugo, bitte! Es tut mir leid! Warte! Okay. Warte mal, ich komme nicht rüber. Das heißt, hier muss ich einmal abkürzen. Muss das abkürzen, das ist relativ, ja. Mein Gott! Oh Gott! Hugo! Was ist denn mit dir los, Freund? Du siehst nicht mehr ganz so gesund aus. Oh, hier liegen auch welche. Ist das 69er? Ja. Hier liegt überall Blut, also ich denke mal, das ist 69er, die Hardcore-Variante. I see. Okay, wir gehen mal weiter. Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu. Nein, alle lass überall mich welche. Los. Es tut mir leid. Oh, oh. Oh nein, nein, nein! Dein Gefährte wird angegriffen. Da warst du also die ganze Zeit. Nein, wartet, wir wollen hier nur weg. Ja, ihr werdet verschwinden und das für immer. Bitte, tschüss! Nein. Ich wollte das nicht. Du hast ihn umgebracht. Holy shit, dafür wirst du in die Hölle kommen. Hugo, ich komme. Kann ich ihn zumindest jetzt looten? Offene Augen, kein Blut. Ich glaube, dem geht's noch gut. Hat sich sogar gereimt. Mensch. Ja. Wie geil ist das denn? Oh, hier wollten sie nochmal einen Galgen fertig bauen? Shame on you, guys. Shame on you. Tell you. Wow, Chris, gute Punkte für sich. Everything is just fine. Von hier. Von hier kam ich doch. Von hier kam ich. Never mind. Warum kann ich denn nicht zumindest mal die Sichel mitnehmen? Wäre vielleicht auch nicht mal so verkehrt, oder? Vielleicht kann ich die einfach irgendwo verkaufen. Ick, kleiner Rabe. Flieg. Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Ah, wir sind jetzt recht weit oben, ne? Schöner Ausblick. Ein bisschen neblig, aber schöner Ausblick. Aber klar, wenn die natürlich alles abfackeln, ja, überall so ein bisschen Weihrauch und ein paar Leute irgendwie verbrennen. Klar, dass es ein bisschen stickiger wird. Lass mich los! Ah, lass mich los! Hör mit der Zappelei auf! Wir warten noch auf deine Schwester! Amicia! Amicia! Bossfight! Du musst mich nicht unter die Erde bringen! Er ist doch mein Kind! Ich werde mit dir anfangen! Warum muss ich hier werden? Das scheint ja super zu funktionieren! Ausweichen! Gegen die Rüstung, was ist los? Ja gut. Aber der ist ja auch ein bisschen lahmarschig. Ich bin ein wenig eingerostet. Vor allem, woher die Rüstung? Du bist ganz schön. Damit kann ich die nackig machen. Bitte. Komm her. Ich will das nicht. Komm her. Lass uns gehen. Oh yeah. Komm schon, Konrad. Zeig ihnen, wozu du imstande bist. Ey, wir haben sogar Zuschauer. Wie geil. Ich bin famous. Oh, yeah. Bist du also. Gut, jetzt nach vorne. Das wird mir helfen. Ich habe keine Angst. Ich werde dir zeigen, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Jetzt ist er natürlich auch ein bisschen flexibler unterwegs, ne? Oh. Da musst du nein. Dich schon lernen. Au. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ja, okay. Machen wir es nochmal. Aber wir wissen jetzt ein bisschen, wie es funktioniert. So, komm. Oh nein, bitte hau nicht zu. Ich bin ein wenig eingerostet. Das ist lustig, weil du Metall trägst. Schnell! Bitte! Ich verschwende hier wertvolle Munition! In Ruhe! Komm schon, Konrad! Zeig ihnen, wozu du imstande bist! Zeig sie.
so eine bist du also. Ja, nein, ich bin nicht so eine. Lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Bin nicht so eine. Ich werde dir zeigen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Nein. Alter. Das mit dem Steuerdingensgedöns, das kann man so schlecht abbrechen. Das Spiel ist schuld. Ausreichend. Das ist nur das Spiel schuld, Freunde. Ja? Ich hätte das jetzt schon First Try machen können, ja? Schnell! Bitte! Ich will das nicht! Lass uns gehen! Komm, hau mal ordentlich zu, ja. Du bist ganz schön flink. Aber ich brauche nur einen Treffer. Nur einen! Ja, das haben wir jetzt auch schon rausgefunden. So eine bist du also. Yes. Gut, das wird mir helfen. Lass dir Ruhe, lass dir Ruhe. Ich werde dir zeigen, was es bedeutet. Komm schon, Konrad. Zeig ihnen, wozu du... Ich habe keine Angst vor dem ja. Tod. Du Gut, ich dachte, hast mir alles genommen, was ich hatte. Nein, ich will nicht das zu tun, bitte. Da musst du dich schon mehr anstrengen. Alter! Diese Rüstung hat Äxten und Schwingen. Das reicht. Bringen wir es hinter uns. Warte. Oh ja. Yeah. Oh, oh, oh. Na los. Mach schon. Zeit sie mich. Ich will nicht. Ja, weiter so. Nur der Tod. Headshot. Tja. Victory! Amicia! Der schläft nur. Du hast ihn getötet. Nein. Muss doch für die Zuschauer eine gute Show liefern. Nützt einfach alles nichts. Kapitel 3. Vergeltung. Oh, jetzt kurz mal ein bisschen Kaffee nachschenken, ne, Freunde? Nützt einfach alles nichts. Es nützt einfach alles nichts. Schau, Amicia. Ich komme. Kunde, die Kirche. Ich brauche vor allem erstmal wieder ein paar Steine, ne? Der läuft wieder alleine, ne? Der läuft wieder alleine. Hier liegen überall Bretter rum. Ja, stell dir vor, in den Brettern sind noch irgendwelche nicht eingeschlagenen Nägel. Ja, dann haben wir einen Salat. Wow. Wow. Vielleicht kommen wir da raus. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Nein. Wenn du willst. Aber verbrenn dich nicht. Danke. Jetzt bin ich mal gespannt. Komm. Das macht er aber fein, macht er das. Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Was, eine Kerze für beide? Das reicht. Aber es ist zumindest eine lange Kerze. Ach, jetzt willst du wieder ans Händchen. I see. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Echo, 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 Echo. Zweimal Schwefel. Deswegen hat sie hier so nach verfaulten Eiern gerochen. I see. Und ich dachte, der Kleine hat schon wieder gepupst. I thought so. Alkohol. Ich sehe schon, das wird lustig. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia? Du tust mir weh. Tut mir leid. Du tust mir weh. Ja, es war einfach zu intensives Beten. Ja, zu intensiv. Oh, eine Halskette. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen.
So, jetzt muss ich kurz mal schauen, was das genau war. Einen Moment. Rosenkranz. Diese aus einfachen Materialien gefertigte Kette werden zum Beten verwendet. Ihre weite Verbreitung zeugt von der außerordentlich großen Rolle, die Religion innerhalb der Gesellschaft spielt. Die Religion verspricht nicht nur die Erlösung der Seele all ihrer Gläubigen, sondern stiftet auch Möbel für Krankenhäuser und sorgt mit Prozessionen und Feierlichkeiten innerhalb des Jahres für Struktur. Aber die Kirche verfolgt auch Ketzer, verdammt die Gotteslästerer und exkommuniziert sie in schwerwiegenden Fällen, wodurch sie jegliches Recht am Glauben verlieren und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Okay. Wie stehst du eigentlich so zu den typischen großen Spielen wie Assassin's Creed, Valhalla, Cyberpunk 2077 und so weiter? Spielst du sowas eher außerhalb des Streams für dich? Nee, wir hatten sogar damals schon Assassin's Creed Odyssey, haben wir im Stream gemacht. Ja, aber ich kann halt nicht immer alles spielen. That's the problem. Ja, und im Normalfall so heftig gehypte Spiele bin ich eh nicht so der Freund von. Ja, bei Cyberpunk hat man es ja gesehen, das wurde ja sehr, sehr lange vorher gehypt und dann waren sie irgendwie alle enttäuscht. Ich weiß es nicht. Also, es kommt durchaus vor, aber wir nehmen jetzt nicht jeden Titel mit. Ja, wir nehmen nicht jeden Titel mit. So, und weiter geht's. So, jetzt aber die Leiter mal nach oben. Let's do it then. Vor allem, irgendjemand eingeschlagen, ne? Ich glaube, wahrscheinlich irgendjemand vorher schon. Ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Amicia, da ist jemand. Kinder, was macht ihr denn hier? Pater, wir brauchen Hilfe. Geht, es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte, es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Sollten wir das? Mit einem fremden Mann? Aus der Kirche? Als Kind? Ist das der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein, er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Yeah, me too. Einmal Stoff. Sweet. Was haben wir hier noch Schönes? Nochmal Schwefel. Warum haben die alle Schwefel hier rumfliegen? Why? Aber ihr seht, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir auch ein bisschen looten können. Das Doofe an der ganzen Sache ist bloß, wir haben nicht ganz so viel Platz. Ja? Wir haben gar nicht mal ganz so viel Platz für ausgiebiges Looten. Den Geruch kenne ich. Heilkräuter. Aha. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Okay. Mutter hat sie auch immer gereinigt, also. I see. Eine ganz reinliche. Aber hat sie trotzdem nicht vom Tod bewahrt. Bescheid. Now you know. So, da wird schon wieder gespeichert. Das ist sehr, sehr gut. Dann haben wir noch was. Ich kann auch rennen. Wow. Salpeter. Blumen, die sind wunderschön. Ja, das haben wir schon vom Gärtner erfahren. Ja, dass der kleine Hugo auf Blumen steht. Kann ich jetzt einfach hier lassen? Mal ein paar Steine. Oder kommt... Ach, du kommst einfach so mit. Jetzt geht... Ich glaube, ich muss mit ihm sprechen. Ich glaube, der will mir irgendwas Wichtiges sagen. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh, na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Schon gut. Schon gut. Da geht der Gärtner. Ja, so oder so ähnlich. So ist der Typ jetzt hingemacht. Ach, da ist er. Was sammelt er denn da? Pater? Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur... Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte, jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Ach,
Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort, unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Ich, Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius' Hof weisen. Doch dann möge Gott euch behüten. Gerade scheint alles ruhig. Kommt! Und bleibt vor allem stets im Lichtschein. Ah. Vater, warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Wir haben uns auch keinen Meter bewegt. Wir sind fast da. Und Angelo, dann danke fürs Zuschauen und dann viel Spaß beim Zuschauen später. Wir haben uns auch keinen Meter bewegt. Aber wir sind fast da. Gedanklich ist er schon mal ein bisschen vorgelaufen. Ja, gedanklich ist er definitiv schon ein bisschen vorgelaufen. Ich soll vor allem im Lichtschein bleiben. Das habe ich am Anfang einmal erwähnt gehabt mit den Ratten. Ja, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob die jetzt durch den Lärm weggegangen sind oder durch das Licht. Ja, wenn er jetzt schon sagt, bleib im Licht. Könnt ihr euch wahrscheinlich denken, welches von den beiden der ausschlaggebende Punkt war. Bleibe im Licht. Shine bright like a diamond. Ah. Finde ich auch schön mit den ganzen Verzierungen, ne? Schön gemacht. Das ist ja immer was, was leider bei vielen Games oder bei vielen Nutzern teilweise zu kurz kommt. Ja, viele regen sich mal auf und wegen, ah, Grafik ist kacke. Wenn dann die Grafik mal schön ist, ja, und dann auch schön viel an den Details gearbeitet wurde in den Games, wird das meistens, ich will nicht sagen von allen, ja, aber von vielen einfach nicht gewertschätzt. Ja, viele gehen einfach durch, denken so, hey Mensch, voll cool, ja, Grafik ist toll, ja, Gesicht sieht toll aus, ja, würde ich wegflanken, sowas, I don't know. Aber als andere wird dann einfach nicht mehr großartig gewertschätzt. Liegt ja dennoch schon sehr, sehr viel Liebe zum Detail. Sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Warum humpelt der? Bruder Morell? Wartet hier. Ich habe immer das Gefühl, dass er gleich drauf geht. Bruder Morell! Don't die. Weil man sagt zu uns, bleib im Licht. Läuft jetzt einfach mal ein Bruder. Bisschen dunkel rum. Der geht hundertprozentig drauf geht der jetzt. Stimmt was nicht? Pater? Vor allem scheinbar immer, wenn wir diesen Tinnitus-Geräusch hören, dann passiert irgendwas, weil er dann seinen Anfall bekommt. Also es muss scheinbar irgendwas mit ihm zu tun haben. Nein! Ja, jetzt humpeln wir schneller, Freund. Das Licht! Hunter, nein! Das Licht! Oh.
Folge dem Priester. Ja gut, das können wir nicht mehr machen. Bleib in meiner Nähe. Sie haben ihn gefressen, Amicia. Sie haben ihn gefressen. Wenn ihr wieder zurückgehen. Wieso sind das so viele? Vor allem, es werden immer mehr, ne? Die müssten doch jetzt schon... Oh. Look at you. Es sind zu viele. Sie sind überall. Scheint vor allem hauptsächlich seine Kleidung und seine Haut gegessen zu haben, ne? Das Knusprigste an ihm. Weiß ich nicht. Will ein bisschen hin und her wedeln. Wedel, wedel. Wedel. Da müssen wir eigentlich hin. Sie sind überall. Oder müssen wir sogar gerade runter? Sie haben Angst vor dem Licht. Ja, das haben wir jetzt ja schon mitbekommen. Hier, geht wieder zurück. Okay, ich kann die verbrennen oder wo sind die jetzt hingemacht? Seht ihr das? Wie cool ist das denn? Kann ich hier nicht ein bisschen Holz anzünden? Nicht wie weg hier. Tja, ihr. Oh, okay. Ich wollte schon sagen, ihr kommt nicht, aber. Doch, ihr entkommt doch. Ja, Freunde. Wer will noch ein Haustier? Bleib nicht bei mir, Hugo. Los, komm schon, Amicia. Wer möchte noch ein Haustier? Komm, ich glaube, ich echt hier runter. Das ist ein Albtraum. Wir müssen hier raus, Amicia. Ich weiß, los, weiter. Schneller, schneller. Ach, oh. Das ist ein Mönch. Der andere Bruder. Ja, ich glaube, der hat auch hinter sich. Wir müssen darauf klettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte! Beruhige dich, da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Da ist ja schon die nächste Fackel. Lösung. Oder? Na, vielleicht auch nicht. Ah, da vorne können wir vielleicht eine Fackel machen. Jetzt aber schnell. Ich verstehe nicht, warum es so viel Feuer. Wir brauchen Feuer. Ja, dann auf geht's! Das Holz verbrennt schnell. Wir müssen uns beeilen. Kann ich mir nicht noch ein paar mitnehmen? Okay, wir müssen uns beeilen. Beruhige dich, Hugo. Das Licht beschützt uns, verstehst du? Na gut. Oh boy. Vor allem, die machen jetzt gerade wieder eins auf Zeitlupe, ne? Das sucht sie also heim. Ratten. Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen durch die Krypta. Ach, die scheinen nicht hier hochzukommen? Amicia, die drei Statuen. Die Krypta der drei Heiligen. Das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Ich werde dir helfen. Geh, komm mal rüber. Ja. Auf geht's. Und Michael, auf dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Ich hoffe, du hattest bisher ein schönes Wochenende. So. Nehmen wir einfach ein paar Steine mit. Dann würde ich sagen, knallen wir das Teil mal runter. Da oben, Amicia. Das habe ich alles schon gesehen, ja? Habe ich schon vor dir gesehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar. Ich weiß. Warum? Komm weiter. Warum werden bei denen nur, also hauptsächlich bei ihm jetzt hier, nur die Beine abgenagt. Der Rest ist ja noch dran. Ich kann sogar das Gesicht noch erkennen. Ich meine, gut, bei denen jetzt vielleicht nicht, aber... Schwefel. Und was kann ich hier machen? Beruhigt euch. Kann ich hier mal hoch? Komm, hoch mit dir. Na gut. Ich habe irgendwie Angst, dass ich gleich... Ich glaube, ich muss sogar tatsächlich hier weiter, ne? Mal. Rühr dich nicht vom Fleck. Warte mal hier. Jo. Ich rühre mich nicht. Bin schneller ohne dich. Er ist wieder wach geworden. Sehr gut. Sehr gut. Ja, man muss sich ab und zu auch ein bisschen schonen. Okay. Okay. Ich wollte es einfach nur mal kurz der Vollständigkeit halber mal kurz nachschauen. Okay. Wir gehen wieder nach oben. Ganz, ganz schnell. Ganz, ganz schnell, Freunde. So, komm mal her, Hugo. Schon gut, du kannst kommen. Na gut. Wir gucken zuerst nochmal hier. Da ist nichts, okay. Hättest dich auch schon mal umgucken können hier oben, Hugo. Ja? Ein bisschen looky-looky. Sei Peter noch ein bisschen. Und noch Leder. Genau, fast schon wieder meine Schleuder fast schon wieder aufwerten, oder? Sieht gut aus. Ich glaube, ich muss da wieder was runterholen. Okay, wir gehen schwingt gleichzeitig. Jetzt rüber. Ah, okay. Also müssen wir beide wieder Folge runter. Mir. Komm. Ja. Folg mir. Komm. Komm, komm, komm. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen Timing beweisen. Das Teil
schwingt jetzt. Wird wahrscheinlich ewig schwingen. Jetzt müssen wir rüber. Oh. Oh, jetzt habe ich voll auf den Kopf bekommen, ne? Sie sind zu laut. Voll auf den Kopf bekommen. Hugo, beruhige dich. Einfach durchlaufen wollen. Einfach durch. Oh, gucke mal. Zufall. Ein bisschen Werkzeug, ein bisschen Stoff. So, kann ich jetzt hier noch was aufwerten? Ich würde ja tatsächlich erstmal gerne die Tasche aufwerten, oder? Weil ganz, ganz viele Sachen mitnehmen können. Machen wir erstmal, oder? Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Eigenlob stinkt. Okay, könnte natürlich auch an den Klamotten von der Omi liegen. Oder daran liegen. Keine Ratten. Hier ist also super. Feuer! Okay. Schnell ins Licht! Ich sehe hier keine Fackeln. Wie? Was sollen wir tun? Putz! Gut, das scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Oh. Oh, okay, never mind. Ich muss schon mal den anderen Schinken auch nochmal runterholen. Hungrige kleine Biester. Alles mitnehmen. Everything. Loot. Loot für die Welt. Da, die drei Heiligen. Da, ja, wollt ihr nochmal winken? Ausgang. Nun gut, wir müssen vorsichtig sein. Ach guck mal, klappt immer besser mit den Schlössern. Klappt immer besser. So. Ach, jetzt mal über die Tische. Da lang, dort sind wir in Sicherheit. Ja, und auf die... Warte mal, stopp, ich muss nochmal da runter. Warte. Alkohol. Der muss immer mit. Auf die Tische kommen die nicht, ja? Auf die Tische kommen die nicht. Die sind einfach zu unfähig dafür. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Das werden wir nicht. Halt meine Hand gut fest. You gotta hold on, hold on. You gotta hold on. He's taking my hands. I'm standing right here. You gotta hold on. Wo muss ich überhaupt hin? Hab ich hier noch irgendwo einen Schinken? Vor allem, wie lange snacken die daran? Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Auf geht's, Kleiner. Let's go. Wie schön wir sind. Ist das schwer. Hugo, beeil dich. Na los. Schneller, Hugo.